Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Solvimus GmbH. Mein Name ist Erik Osser. Ich bin verantwortlich für den technischen Support. Vielleicht kennt mich auch der ein oder andere schon aus einem verzwickten Supportfall, in dem wir zusammengearbeitet haben. Ich möchte heute das NetDiscover-Tool vorstellen von der Solvimus. Was bietet es für Funktionen und wie könnte es die Arbeit mit unseren Produkten weiter vereinfachen? Und da will ich einfach mal anfangen, wo ich denn dieses Tool herbekomme. Dazu gehen Sie auf die Website von der Solvimus GmbH und zwar solvimus.de. Hier finden Sie orange markiert unter der Hotline ein Service Center. Einmal darauf klicken und hier finden Sie unter anderem auch andere Informationen, Infomaterial, also Informationsblätter zu unseren einzelnen Produkten und den Produktkatalog, die jeweiligen Handbücher der Produkte und bei Software finden Sie nach den Firmware-Versionen das Tool NetDiscover. Einmal downloaden und anschließend das Setup starten. Genau, so, nun führen wir das Setup aus, installieren einen PuTTY-Client und WinSCP-Client mit, wenn gewünscht, um SSH-Konsole zu öffnen oder einen Dateizugriff per FTP zu realisieren, klicken auf Weiter, akzeptieren die Lizenzvereinbarungen und installieren das Tool. Nach erfolgreicher Installation einmal das Tool öffnen. Und nun sehen Sie die Geräte, die im Netzwerk sind, aber nicht nur in meinem internen Netz, mit dem ich gerade verbunden bin. Es wird an bestimmte Netzadressen des Netzwerkes ein UDP Broadcast geschickt und deshalb können alle Geräte gefunden werden, auch die, die nicht direkt in meinem Netz sind, wie zum Beispiel der Ja, hier ist er. Der MUG 500, den ich hier extra zu Testzwecken eingebunden habe. Ja, standardmäßig haben unsere Geräte die 192.168.1.101 und ich bin hier in einem Punkt-2er-Netz mit dieser Subnetzmaske. Könnte ich also so gar nicht erreichen und konfigurieren. Das NetDiscover zeigt mir das aber an, das Gerät, und deswegen kann ich es jetzt mit Rechtsklick Net Configuration parametrieren. Und zwar einmal mittels DHCP oder manuelle Adressvergabe. In meinem Fall nehme ich den DHCP und bestätige das mit dem Admin-Passwort. Die Einstellung wird vorgenommen und mir bestätigt, dass es geklappt hat oder halt auch nicht. In dem Fall hat es geklappt. Nun sehe ich, okay, Adressvergabe mit DHCP und folgende IP-Adresse. Okay, nun kann ich einmal das Gerät anpingen, Rechtsklick Ping. Startet den Ping, sehe okay, Pakete kommen an, schließe das Ganze ab und beginne nun die anderen Funktionen vorzustellen. Sie müssen sich also keine IP-Adressen der Geräte merken, Sie öffnen NetDiscover, nehmen Ihr gewünschtes Gerät und öffnen zum Beispiel die Konfigurations-Webpage. Melden sich einmal an. Im Standardauslieferzustand gibt es eine Default-Anmeldung. Ich logge mich jetzt hier mal als Admin ein. Sehe jetzt hier die verschiedenen Netzeinstellungen, die ich jetzt auch eben vorgenommen habe. Unter diesem Device Name, wenn dieser geändert wird, steht dann auch der geänderte Name im NetDiscover für die interne Zuordnung. Tabmeter sehen Sie angeschlossene gescannte Zähler mit Zählerdaten und so weiter. Im Tab Configuration einmal Ausleseintervalle, Embus-Konfiguration. Im Tab Server können Sie bestimmte Serververbindungen einstellen, einmal einen CSV-Push zum Beispiel an einen FTP-Server, SMTP-Verbindungen, also einen Mail-Versand und so weiter. In Security können Sie bestimmte Dienste aktivieren, deaktivieren. Standardmäßig sind alle aktiviert. Im Tab User können Sie Benutzer verwalten, neue anlegen, Rechte vergeben. Ja, im Tab Log haben Sie ein Systemlog, können den aber auch ändern auf mbus-wmbus-log, kann man bestimmte Daten einsehen, dazu vielleicht in einem anderen Video mehr. Im Tab Service sehen Sie dann die verwendete Softwareversion und das Betriebssystem. Okay, das soll es dazu sein. Nun öffne ich wieder mein NetDiscover und könnte jetzt einen FTP-Zugriff auf das Gerät erlangen. Wenn die Standardanmeldedaten sind Admin-Admin, dann kann ich den FTP-Default verwenden. Wenn diese geändert wurden, kann ich mich mit FTP
normal anmelden mit User-Passwort. In meinem Fall nehme ich jetzt die Default-Anmeldung. Nun sehen Sie vielleicht das bekannte WinSCP-Fenster, das zweiteilige Fenster, links meine Dokumente, lokal auf meinem PC, rechts der Zugriff auf das Gerät. Hier haben wir zwei Ordner, einmal ab, wo bestimmte Konfigurationen liegen, Device Handle sind die Zählerdaten, Chip INI die Konfiguration und unter Ext, Log, Jahr, Monat kann ich jetzt zum Beispiel auch bestimmte, in dem Fall CSV-Dateien, mir lokal sichern, die mich interessieren, einfach markieren, per Drag and Drop kann ich mir die rüberschieben und habe die dann auf meinem Rechner. Genau. Und nun noch zum Abschluss einmal eine kurze Vorführung SSH. Zwar öffnet sich da die Konsole. Ich melde mich als Admin an und kann jetzt hier bestimmte Befehle durchführen. Nicht alle SSH-Befehle werden unterstützt. Unter anderem haben wir eine eigene Befehlsreferenz, die soll-command-Befehlsreferenz. In dem Fall könnte ich jetzt mit soll-command-reboot-system das Gerät zum Beispiel neu starten. Und diese Befehlsreferenz befindet sich auch in unserem Handbuch nochmal beschrieben. Da sind ungefähr 10 Befehle, die man da eingeben kann. Und genau, das zur kurzen Einführung des Netdiscover. Sie sehen, okay, ich habe, egal was für eine IP, habe alle Geräte auf einen Blick, kann dann die Netzwerkintegrierung durchführen und kann dann meine Webpage öffnen, eine Dateiverwaltung per FTP durchführen und das Gerät per SSH-Konsole steuern oder bestimmte Messages einsehen. Genau, so viel dazu. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.